Hallo und herzlich willkommen zu Last Reviews. Heute review ich den Fakir VL30G. Der VL30G ist ein Tischventilator mit einem Metallgitter und einem Metallfuß. Das Bein und das Gehäuse des Motors sind aus Plastik. Alle Teile sind in der gleichen reflektierenden Optik lackiert. Oben auf der Rückseite des Motors befindet sich ein Drehknopf und die Feststellung, ob der Motor den Ventilator dreht oder nicht. Der Drehknopf hat 4 Positionen, aus, 1, 2 und 3. Leider ist die Stärkeanzeige nur aufgeklebt. Der Ventilator kommt im auseinandergebauten Zustand, deshalb muss der Fuß, das Gitter um den Propeller und der Propeller selber noch angeschraubt werden. Laut Herstellerangaben ist der maximale Stromverbrauch vom Ventilator 45 Watt. Aber ich komme nur auf einen Wert zwischen 36 und 37 Watt. Jetzt habe ich den Ventilator mal auf die zweite Stufe gestellt und da beträgt der Stromverbrauch zwischen 28 und 29 Watt. Auf Stufe 1 sind es dann nur noch 25 Watt. Bei ausgeschaltetem Zustand verbraucht der Ventilator gar keinen Strom mehr. Das war Last Reviews mit dem Fakir VL30G. Für weitere Fragen bitte einen Kommentar hinterlassen.